wir sollten als Community endlich mal lernen, als Ganzes dazustehen. Schauen wir mal, was Dave dazu gesagt hat. Dave, auch einfach ein Hübscher. Guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem kleinen Video mit einem Thema, das die letzten Wochen kräftig Wellen geschlagen hat. Es geht um Assetto Corsa Competizione, einer ganz, ganz großen Rennsimulation, die jüngst noch sehr große Popularität genossen hat. Gefühlt wurde man mit ACC-Content auf YouTube und auch auf Twitch überhäuft. Mittlerweile ist selbiges der Fall, aber mit iRacing-Content statt ACC. ACC muss man gefühlt suchen. Und das, obwohl es, ja, wie gesagt, jüngst noch super populär war. Und neben iRacing und GT7 waren das so die drei großen Sim-lastigen Rennspiele, würde ich sagen. GT7 hat seinen Markt auf Konsole, das können wir eh jetzt mal zur Seite schieben für die weitere Diskussion. Aber vor allem iRacing profitiert gerade von dem Abstieg von ACC. Aber wie groß ist der? Was für Implikationen hat das für AC Evo? Und warum passiert das alles gerade? Und wie hat sich überhaupt ACC entwickelt? All das schauen wir uns mal ganz kurz in diesem Video an. Ich persönlich habe auch eine ganz besondere Beziehung zu Assetto Corsa, denn das war eine der ersten Simulationen, die ich auch auf YouTube behandelt habe, auf dem PC gespielt habe. Und es war auch mein Einstieg in das Thema Endurance Racing. Wir haben uns als Freundesgruppe hier 2018 mal zusammengefunden. Wichtig, es geht um Assetto Corsa, nicht um Competizione. Und haben hier in diesem Raum ein Rig gehabt, auf der anderen Seite hatten wir ein Sofa, zwischendurch noch irgendwo hier ein Greenscreen rumhängen und so weiter und so fort und haben da 24-Stunden Le Mans-Rennen als großen Einstieg genommen. Danach folgte noch irgendwann Spa und Nordschleife. Das waren richtig, richtig coole Events. Ja, und parallel dazu, Ende 2018, kam ACC. Das war erst im Early Access erhältlich, auch für einen günstigeren Preis. Ich glaube, Kunos wollte da sich einfach bedanken für den Vertrauensvorschuss der Community und wollte wahrscheinlich auch, dass die Leute überhaupt erstmal reinpayen, weil am Anfang gab es ein Auto und eine Strecke. Und wenn du sagst, hey, du kriegst keinen Vorteil dafür, dass du das jetzt quasi schon dir alles kaufst, sondern du kriegst nur so mickrigen Content verhältnismäßig, glaube, dann wären nicht ganz so viele eingestiegen. War also auch aus Marketing-Sicht, glaube ich, ganz smart, das so zu machen. Und von Anfang an hat man auch schon bei Kunos gesagt, meine ich, man möchte kein Konkurrent zu iRacing werden. Auf der anderen Seite hat man gesagt, wir haben unser Elo-System, wir haben so Competition-Rennen, das werden auch Online-Rennen sein, wo ihr gegeneinander fahrt und da wird es auch schon so Elo-Geschichten geben. Insofern, das war alles ein bisschen widersprüchlich, aber summa summarum kannst du nie genau diktieren, was deine Community zu erwarten hat, weil sie hat halt ihre Erwartungshaltung. Punkt aus Ende. Und wenn du sowas wie ein Elo-System und so ankündigst, dann erwarten die Leute, hey, wir bekommen jetzt iRacing für einen zugänglicheren Preis und ohne monatliches Abonnement und so weiter und so fort. Übrigens war anfangs ACC auch eher auf so 2-3 Jahre Lebenszyklus ausgelegt. Das Spiel ist jüngst 6 Jahre alt geworden, wenn man den Early Access Release als ja, Referenzzeitpunkt nimmt. Mittlerweile ist es in seinem 7. Jahr. Dass dem Spiel irgendwann ein bisschen die Puste ausgeht, ist, glaube ich, klar. Aber es hatte sich sehr lange sehr gut entwickelt, ACC, bis hin zu, ja, irgendwann gab es so gesehen die Konkurrenz zu iRacing. Nämlich in Form von SimGrid und später noch sehr, sehr viel größer Low Fuel Motorsport. Die haben im Prinzip dann SimGrid überrollt und jetzt machen die quasi das, was iRacing auf iRacing entsprechend macht. Nämlich Daily Races. Daily Races für Assetto Corsa Competizione. Wer Bock hat, unkompliziert Rennen zu fahren, der kann das dann entsprechend tun. Und dementsprechend einerseits riesen Respekt für das, was Low Fuel Motorsport macht, weil die merzen sehr viele Probleme aus, die es in ACC gibt, beziehungsweise bei anderen ACC-Events. Und Sachen, sie finden auch Sachen oder erfinden Sachen dazu, die in ACC einfach fehlen. Sie haben zum Beispiel ihr eigenes Elo-System, Safety-Rating-System, gibt es so in der Form auch schon in ACC, aber sehr rudimentär. Und zudem haben sie einfach eine riesen Infrastruktur hingestellt. Also, starke Sache, Respekt, GG. Und ich glaube, dass der Aufstieg von ACC auch so ein bisschen immer getragen wird, wie auch bei jedem Spiel und auch der Fall von Creatorinnen und Creatern. Und so kam zum Beispiel auch eine Phase, wo ACC ein ganz günstiges Timing erwischt hat, weil F1 2021 zum Beispiel war für mich eine recht große Enttäuschung. Und nicht nur für mich, sondern auch für einige andere Leute. Zum Beispiel auch Agent Engel. Wir haben ungefähr zur selben Zeit, ich glaube er sogar noch einen Ticken früher als ich, gesagt, so, ey, wir haben einfach keinen Bock auf dieses Spiel. Wir haben keinen Bock auf F1 2021. Er ist full out in Richtung ACC gegangen. Ich hatte F1 2021 dann immer noch ein bisschen im Programm, weil es war auch einfach im Interesse
der Zuschauerschaft. Ihr hattet unglaublich Bock auch auf dieses Spiel. Und ACC kam trotzdem immer mehr und mehr und mehr hoch. Und andere Creator haben sich dann auch inspirieren lassen, haben gemeint so, wir suchen Games, die man mit der Community mal zocken kann. Das scheint ein recht günstiger Einstieg zu sein. Kann man ja mal testen. Und so hat man sich nach und nach und nach ein bisschen auch in GT-Racing zurechtgefunden. Und viele Communities haben dann auch angefangen mit ACC und so sind dann sehr, sehr viele kleine Bläschen, mal hier, mal da und irgendwo auch das ganz große Bläschen Lowfield Motorsport aufgekommen und haben dann halt eben ACC zu einem riesen Ding gemacht, was seine Klimax zuletzt hatte mit der Nordschleife. Da war der All-Time-Player-Peak, ich glaube, bei 14.000 noch was an einem Tag und irgendwo auf dem Weg dahin hat mich das Spiel aber leider verloren. Es kam Patch 1.8, ich weiß gar nicht mehr wann genau, irgendwann 2022 war es, glaube ich. Und ab da haben sich die Autos für mich nicht mehr wirklich nachvollziehbar angefühlt. Ich finde, ACC hat sich schon immer ein bisschen steif angefühlt, sowohl was die Features angeht, lustigerweise, als auch was die Fahrzeuge an sich angeht. Und grundlegend ist für mich aber in der Sim einfach wichtig, ich möchte, dass das Auto für mich nachvollziehbar fährt. Und wenn das Auto mir kein nachvollziehbares Feedback gibt, dann tue ich mich sehr, sehr schwer. Und für mich ist es ja recht einfach. Ich habe gesagt, so Leute, ich bin jetzt in Gran Turismo 7 unterwegs oder auch mal vereinzelt in iRacing. Ab 2023 war dann auch das Formel 1 Spiel wieder deutlich besser. Und dann habe ich einfach andere Games wieder in meinen Fokus genommen, statt ACC zu spielen. Und gut, bei iRacing gab es auch immer wieder Probleme, die ich jetzt gelöst habe, indem ich mein eigenes Team gegründet habe. Insofern hat man auch immer Mitfahrer, man hat auch immer einen Eindruck, hey, welches Setup ist zum Beispiel wie gut gerade, bei welchem Setup-Shop sollte man kaufen, aber all das sind andere Themen. Mittlerweile gibt es einfach viele, viele Alternativen, wenn einem ein Spiel nicht zusagt, dann wechselt man halt woanders hin. So viel nur zu meinem persönlichen Werdegang, was das angeht. 1.9 hat sich dann wieder ganz gut angefühlt bei ACC. Dann kamen Hotfixes, die dann das Spiel wieder komplett auf den Kopf gestellt haben, wo sich das Spiel wieder ganz, ganz anders angefühlt hat. Und seitdem ist es für mich wieder ein Buch mit 7 Siegeln, wenn es darum geht, das Fahrzeugverhalten besser nachvollziehen zu können. Insofern gab es bei mir mit Assetto Corsa meine Ups and Downs, meine Ups and Downs, meine Ups and Downs. In der Zwischenzeit darf man, wie gesagt, nicht vergessen, dass das Spiel eigentlich nie so lange geplant war, was den Lebenszyklus angeht. Bald kommt AC Evo. Anfang 2025 soll es dann soweit sein mit dem Early Access. Aber das Ding ist, nur weil bald der Nachfolger kommt, heißt es ja nicht, dass der Vorgänger so hart einkrachen muss, wie es scheinbar gerade zu tun scheint. Denn super viele Creatorinnen und Creator, die in der Zeit, als ich das Spiel nur noch von der Außenperspektive wahrgenommen habe, so ab 1.8, da empor gekommen sind. Allen voran natürlich so jemand wie Mabix mit seinem ganzen Team, Noah Eder ist dabei, Henrik Gambal, Krodonas habe ich jetzt gehört. Dizzy ist zum Beispiel jemand, das ist ganz witzig, weil ich hatte seinen Anfang in iRacing und ACC mitbegleitet, weil er wollte erst in iRacing durchstarten. Ich habe gesagt, ja, ich glaube, ACC wäre ein weniger frustiger Start für dich. Ist auch relativ schnell dann hingewechselt, hat sich da super entfaltet, ist irgendwann aber auch wieder zurück zu iRacing gewechselt. Weit bevor diese Welle an, oder diese Lawine fast schon an Creator-Wechsel von ACC zu iRacing jetzt gekommen ist. Und derzeit hat man das Gefühl, ACC wird komplett der Rücken gekehrt und iRacing ist so das neue Ding. Und ja, ich denke mal, dass das verschiedene Gründe hat, warum iRacing jetzt gerade so auftrumpft. Einerseits, wie gesagt, man hat auch schon das Gefühl, hey, jetzt haben wir schon alles gesehen in ACC. Ich meine, da kam allerlei Fahrzeugklassen, es wird immer nur GT3 gefahren. Das macht es natürlich auch in gewisser Weise repetitiv. Es waren immer wieder dieselben Strecken, wo ich aber immer da ein Vertreter bin von, warum ist das aber nicht letztes Jahr passiert? Weil da hättest du dasselbe Problem anführen können, nur alles minus ein Jahr. Und ich glaube aber, dass warum es jetzt gerade so auffällt, dass es so repetitiv ist, ist, weil es jetzt die Nordschleife gibt, aber weil die Nordschleife jetzt auch schon ein bisschen wieder in die Jahre gekommen ist. Oh Gott, das klingt jetzt furchtbar. Ich muss das neu formulieren. Man hat sich jetzt auch vielleicht an der Nordschleife etwas satt gespielt in ACC. Und spätestens da merkst du, wenn die Nordschleife für dich repetitiv wird, okay, das Spiel ist ausgespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass auf Basis dessen viele Leute jetzt sagen, okay, wir brauchen was Neues. Jetzt, da möchte ich kurz was einwerfen.
das ist eine marginale Prozentzahl an Menschen, für die das ausgespielt ist. Natürlich machen Content Creator dazu ein Video, weil dadurch transferieren sie unter logischen Erklärungen und Schlüssen ihre Zuschauerschaft mit. Und ihre Zuschauerschaft ist ja ihre Existenz. Deswegen spricht man darüber. Jeder Mensch spricht darüber, weil er seine Zuschauerschaft darauf vorbereiten möchte, dass dieser Wechsel stattfindet. Ich habe das übrigens damals nicht gemacht, weil ich ein Idiot bin. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. Habe ich aber nicht. Also irgendwie schon, aber nicht in den richtigen Worten. Also dumm gelöst. Das ist Vergangenheit. Diese Bewegung findet statt. Diese Bewegung fängt jetzt langsam an. Und das ist wie ein Schneeball, der immer größer, größer, größer und größer wird. Content Creator, ob man das jetzt mag oder akzeptieren will oder auch nicht, bestimmen zu gewissen Teilen den Gaming-Markt. Ich kann euch immer nur empfehlen, weil das eine wirklich fantastische Sache ist, die man beobachten kann. Lyric hat zum Beispiel damals auf Twitch war es einer der größten Streamer, wenn der sonntags seinen Subtag gemacht hat, dann sahen dementsprechend bei den Spielen in Steam die Charts aus. Und er konnte damit sozusagen die Charts bei Steam nicht manipulieren, aber er hat sie auf eine gewisse Art und Weise bestimmt. Und Content Creator bringen diese Kraft mit. Nehmen wir jetzt mal eine Mavix. In unserer Welt, in unseren Zahlen, was Simracing angeht. Mavix streamt einen 24-Stunden-Rennen vor, sagen wir mal, 5.000, 6.000, 10.000 Leuten. Ein Großteil dieser Menschen beginnt sich dementsprechend mit umzuorientieren, da sie die logischen Schlüsse, die dort erklärt werden, warum das jemand macht, verstehen. Und manchmal ist es so, dass man erst den Spiegel vorgehalten kriegen muss, damit man weiß, was einen eigentlich stört. Und dann fängt das an zu quackern im Kopf. Und dann beginnt das. Und dann stellen die Leute fest, ja, eigentlich ist das gar nicht so cool. Und dann kommt das ganze Ding ins Rollen. So. Das macht natürlich keinen Unterschied, weil LFM immer noch, und das werden sie immer sein, eine Säule und eine Institution sind für diese SIM. Und es wird und es gibt keine bessere SIM zum Einsteigen. Gibt's nicht. Das ist dein Longboard, was du dir kaufst, dein erstes, womit du deine ersten 1000 Kilometer runterrackern wirst. In den meisten Fällen. Es ist preislich zugänglich, es ist fahrerisch zugänglich. Und bis du zu diesem Punkt überhaupt ankommst, dass du verstehst, was da scheiße ist. Oder sagen wir mal nicht scheiße ist, was die Leute, die jetzt gerade gehen, stört. Hast du schon 1000 Stunden, 1500 Stunden da reingesteckt, wenn dein Grundwissen nicht schon relativ komplex ist aus dem realen Leben. So. Die meisten Content-Creator, die jetzt darüber sprechen, die können den Braten schon riechen. Sie können den Braten riechen, weil, wie auch Dave schon gesagt hat, du bist irgendwann das 8 Milliardenste Mal 24 Stunden Spar gefahren und freust dich darauf einfach auch gar nicht mehr. Weil es immer dieselben Autos sind, immer dieselben Strecken sind, immer dieselben Leute auf der Strecke. Auch täglich, wenn du LFM fährst, sind immer dieselben Leute drinne. Und das hast du nach 2, 3, 4, 5 Monaten, hast du jeden schon mal gesehen. Dann bist du jedes Auto schon mal irgendwann gefahren. Dann warst du in Endo-Rennen drin und so weiter und so fort. Und das, ich spreche da von den aktiven Fahrern. Casual-Fahrer, die vielleicht 2-mal oder 3-mal in der Woche fahren, wenn es hochkommt, die brauchen sehr viel länger. Die Core-Community, die ein großer Pfeiler ist, dieser SIM, die hat das aber schon durchgespielt. Die hat das durchgespielt. Und viele Menschen warten nur auf den richtigen Moment, um mitzugehen. Wenn jetzt der größte ACC-Creator in Deutschland, ist er einfach, Mavic sagt so, tschüss, ich gehe jetzt, dann sind die Pforten nach Narnia sind geöffnet. Bei mir hat das nicht so einen großen Impact gehabt zu der Zeit, bin ich ganz ehrlich, das hat solche Ausmaße nicht angenommen. Aber jetzt nimmt es diese Ausmaße an. Und jetzt nimmt es so große Ausmaße an, dass immer mehr darüber gesprochen wird. Und ja, die Spielerzahlen sind immer noch sehr aktiv bei ACC, aber auch das wird im Laufe der Zeit dünner werden, aufgrund der Tatsache, dass irgendwann auch die Ligen sich sagen, okay, vielleicht lunzen wir auch mal woanders hin und gehen mal in ein anderes Lager rein. Und das sind hier Prognosen, die man gerade sehen bzw. hören kann, die in dem nächsten halben bis dreiviertel Jahr so passieren werden, voraussichtlich.
Und jetzt können wir uns hier alle hinsetzen und darüber meckern, dass die Leute darüber sprechen. Sie reden sich das nur von der Seele, weil sie mit ihren Communities gerne darüber sprechen möchten, halt schauen, was sie machen sollen. Weil solche Entscheidungen zu treffen, ist nicht einfach. Also jetzt mal, um euch mal die Sicht aus der Content-Creator-Position zu geben. Wenn du ein Spiel und nur für ein einziges Spiel bekannt bist, kannst du dir da deine komplette Existenz nehmen, indem du einfach sagst, so, ich gehe jetzt. Ich gehe woanders hin. Und glaub mir, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. In meiner Lebzeit, in meinem Zyklus der 12 Jahre, die ich das jetzt hier veranstalte. So. Und genau deswegen reden wir so viel darüber. Und gerade weil auch wir haben Stillstand, ne? Wie wir schon oft feststellen konnten, sind in anderen Sims ist nicht so viel Programm. Und da kann aktuell niemand mithalten. Ein Kunos gibt sich nicht wirklich viel Mühe mit der Kommunikation und Menschen wären unzufrieden irgendwann. SRO als Beispiel ist auch so ein Auf und Ab und Auf und Ab und hin und her und kreuz und quer, dass der E-Sport sich da nachher auch nicht mehr so wirklich wohlfühlt. Also was soll nachher noch passieren am Ende? Schauen wir weiter. Ich brauche unbedingt was Neues. Und wenn ein Creator wechselt, dann werden die Creator in seinem Umfeld dann auch wechseln. Ich weiß nicht, wie verwoben die ganzen Leute sind, die jüngst noch ACC, LFM gefahren sind und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie verwoben die dann alle sind. Aber ich schätze mal, dass das so ein bisschen ist wie, ey, meine Freunde haben sich das neue FIFA geholt, jetzt hole ich es mir halt auch, weil du willst halt mit den Freunden zocken. Ist logisch, ist ein vollkommen nachvollziehbares Bedürfnis. Jo, und dementsprechend ist iRacing halt so als so die einzige, ja, große Konkurrenz der logische Anlaufpunkt. Und ich sag mal so, mich wundert's, oder ich muss es anders formulieren, mich würd's nicht wundern, wenn sich das jetzt alles nachhaltig auch negativ auf Assetto Corsa Evo auswirkt. Ja, Assetto Corsa Evo kommt bald raus. Ja, es will kein Nachfolger sein zu ACC. Heißt, sie könnten sich aber auch komplett von diesem Kern, wie ACC grundsätzlich aufgebaut war und somit, womit LFM perfekt funktionieren würde, wieder entfernen. Es könnte wieder quasi so irgendwas zwischen iRacing und Gran Turismo sein, was im Prinzip Assetto Corsa in seiner Standardversion war. Aber vielleicht werden sie trotzdem diesen Markt nochmal bedienen wollen, aber ihn vielleicht nicht mehr erreichen. Ich gehe schon davon aus, dass AC Evo noch GT3 Racing anbieten wird und versuchen wird, auch die Leute wieder ins Boot zu holen, die Endurance Racing machen und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, iRacing macht viele Sachen sehr, sehr richtig. Und deswegen gibt es wenig Anlass, iRacing dann schnell wieder zu verlassen. Ungeachtet dessen, aber trotzdem sei es mal erwähnt, dass in iRacing immer wieder mal super prominente Leute mitfahren. Ein Tony Kanaan, ein Fernando Alonso, ein Max Verstappen und so weiter und so fort. Ist es letztendlich so, dass in iRacing viele Funktionen super angenehm sind. Quality of Life ist in iRacing super geil. Nehmen wir mal Thema Fahrerwechsel. In ACC, ey, allein wie du auf den Server kommen musst. Ja, der und der muss als erstes drauf, weil sonst zerschießt es die Entry-List. Hä? Okay, cool. Und wenn ihr einen Disconnect habt, dann muss der eine zuerst wieder drauf und dann erst der andere und so weiter und so fort. Und beim Boxenstopp, bevor du den Boxenstopp machst, musst du auswählen, wer übernimmt das Steuer. Du musst den Boxenstopp selbst einrichten. Nur eine Kleinigkeit würde man jetzt sagen, aber ey, trotzdem, Quality of Life, wie gesagt. In iRacing ist es so, du fährst ein 6-Stunden-Rennen. Der oder die Teammates, die gerade nicht fahren, kann für dich den Boxenstopp bestimmen. Und wenn du an die Box fährst, musst du nur den Pit-Limiter machen, anmachen, anhalten, fertig. Ich als jemand, der da reinwechselt, kann dich aus dem Cockpit rausschmeißen, kann mich selbst reinsetzen und meinen Stint beginnen. Das ist so simpel aufgebaut. Und über die gesamte Simulationslandschaft hinweg gibt es kein so einfaches, easyes System wie in iRacing. Das ist so einfach gestaltet, dieses ganze Thema rund um Fahrerwechsel, wer kann dem Server joinen oder nicht. Übrigens gibt es, was den Server angeht, auch selten bis keine Probleme. Ich weiß, Netcode, ja, aber wenn es um die Stabilität geht, mir ist es zumindest noch nicht untergekommen, dass iRacing-Server irgendwie abstürzen oder sonst was oder gedidost werden, was ja bei ACC immer wieder auch mal der Fall ist. Naja, das Daytona-Wochenende sah jetzt nicht so prickelnd aus, Dave. Ich möchte hier kurz mal einhaken.
also um euch das da draußen ganz kurz mal zu erklären, Dave hatte, war eben gerade in meinem Chat und ich glaube auch, er ist immer noch in meinem Chat und er hatte mich darauf angesprochen, weil wir das Video von Nils Naujoks gesehen haben diesbezüglich, warum bei ihm sehr viele pikante Kommentare unter dem Video sind. Die letzten 2,5 Minuten, deswegen ist es pikant, weil es einfach, natürlich wurden hier gerade Fakten genannt, die man nicht von der Hand weisen kann, also die bestätigtermaßen auch so sind, aber das Video dreht sich ja um ACC und jetzt gerade wird ACC mit iRacing gebasht. Das tut ja jetzt hier gar nichts zur Sache. Also das, für dich persönlich tut es was zur Sache, aber es tut ja nichts zur Sache zu der Thematik zum Fall von zum Fall von ACC. Also ich nehme jetzt einfach mal den Aufstieg und Fall, also dein Titel. Und deswegen sind die Kommentare so pikant. Weil ich zum Beispiel, ich hätte diesen Part jetzt als Zuschauer, wenn ich darauf nicht reagieren würde, hätte ich den komplett geskippt, weil das trägt für mich nichts zu der Thematik bei. Ist für mich, und das ist auch nur meine persönliche Wahrnehmung, treibt gerade einen richtigen Keil in die Community. So, gucken wir weiter. Bei Lowfuel Motorsport nicht, aber bei anderen Events dann schon immer wieder. Oder nehmen wir das Cheater-Problem, was ja in ACC doch durchaus sehr existent zu sein scheint. Auch da ist es mir nicht untergekommen. Ja, die E-Sportler haben ihre Exploits etc. 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 Aber da fährt nicht einer plötzlich mit 50 km/h Überschuss an dir vorbei, weil er irgendwie ja 20% mehr Beschleunigung ins Auto reinpacken konnte. Und deswegen kann ich mir vorstellen, auch nachhaltig, wenn jetzt viele Creatorinnen und Creator und damit auch Teile der Community rüberwechseln zu iRacing, und das wird zwangsweise passieren, es ist immer so. Das heißt nicht umsonst Influencer. Die Leute werden dadurch beeinflusst, was du spielst, womit du spielst, worauf du spielst, wie du spielst. Und wenn die Leute quasi mit rüberwechseln, dann wird es Sachen geben, die werden sie nicht so vermissen. Dieses ganze Thema mit wer kommt zuerst in die Entry-List oder. In manchen Sachen ist iRacing auch absolut unzugänglich aufgebaut. Will gar nicht sagen, dass es das Simpelste ist, was du im Simulationsbereich haben kannst. Aber wenn du mal auf der Strecke bist, dann könnte es kaum simpler sein. Das ist wirklich par excellence, wie es da umgesetzt ist. Und ich glaube, dann wird der Anreiz zu AC Evo vielleicht in ein ähnliches System wieder zurückzuwechseln, doch nicht so super groß sein. Zu Release vielleicht, ja, aber zu Release werden auch, glaube ich, keine Endurance-Rennen etc. bestehen. Lass mich gerne eines Besseren überzeugen, aber ja. So kann man erstmal festhalten, dass ACC bis zum Release der Nordschleife einen riesen Aufstieg hatte. Irgendwann ist es dann wieder eingekracht, als die Nordschleife dann jetzt letztendlich noch ein paar Monate wieder drauf hatte. Aber wie sehen die Zahlen jetzt eigentlich aus? Laut SteamDB ist die Spielerschaft immer noch da. Und die ist immer noch sehr, sehr groß. Also ist doch eigentlich kein Grund zur Sorge da, oder? Ja, geht so. Einerseits können natürlich jetzt wieder neue Creator da reinwachsen in die Lücke, die jetzt letztendlich hinterlassen wurde von Kollegen wie Mavix und Co. Auf der anderen Seite ist es für ein Spiel nicht zuträglich, wenn es kaum eine Öffentlichkeit genießt. Wie gesagt, ich glaube, wenn man mal zu iRacing wechselt, ist es schwer, wieder dann zu irgendwas anderes zurückzuwechseln, weil es auf der Strecke sehr zugänglich ist und weil man gewisse Sachen und Kompromisse nicht mehr eingehen wollen wird, die man vorher eingehen musste. Und zu guter Letzt muss man aber auch sagen, obwohl die Spielerschaft noch da ist, von der Zahl her ist das nicht viel schlechter als vor dem Nordschleife-Release. Man darf so einen Trend auch selten unterschätzen. Wenn die Zahlen runtergehen, dann kann es natürlich sein, dass es mal ein Plateau gibt, aber dann kann es auch einfach sein, dass es eventuell nochmal mittel- bis langfristige Nachwirkungen gibt hinsichtlich der Gesamtspielerzahl. Jedoch muss man sagen, trotz dieses doch sehr abrupten Endes der Öffentlichkeit von ACC, riesen Respekt für Kunos, was sie da auf die Beine gestellt haben, weil, ja, man muss halt trotzdem sagen, das Spiel hat über 6 Jahre hinweg einmal krass entertained, auch wenn es mich persönlich irgendwann auf dem Weg verloren hat, leider, hat es dann doch seine Lücke gefunden und ist da
hat sich da vollends entfaltet. Und grundsätzlich, ja, ist es irgendwann, glaube ich, nur natürlich, dass so ein Spiel dann auch mal wieder ein bisschen runterkommt von seinem Hoch. Aber wie gesagt, weiß nicht, was das jetzt für die Zukunft genau bedeutet. Schauen wir einfach mal. Was denkt ihr, ihr Lieben? ACC. Krassen Aufstieg hingelegt, irgendwann wieder ein bisschen eingesackt. Wo seht ihr die Zukunft von ACC? Was glaubt ihr, wie wird AC Evo genau ausschauen? Glaubt ihr, es kann die Lücke schließen und vielleicht auch nochmal das verbessern und korrigieren, was ACC, naja, an Verbesserungspotenzial übrig gelassen hat? Wo seht ihr entsprechend jetzt die Zukunft von ACC und AC Evo? Und was glaubt ihr? Ist der aktuelle Stand von ACC wirklich so schlecht, wie man das jetzt befürchtet? Teilt es mal gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Gerne ein Däumchen da lassen und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann mit irgendeinem anderen sehr, sehr spannenden Thema. Tschüss, Dave. Also solange es LFM geben wird, und das ist wirklich frei weg von der Brust, solange es LFM geben wird, wird es diese Sim geben. Da passiert nichts. Das wird auch nicht aussterben oder das stimmt nicht. Das kann nicht sterben. Also es kann nicht sterben, ob da jetzt ein, wer auch immer alles wechselt, das wird nicht sterben. Es wird nicht und es kann nicht sterben. Wenn der E-Sports geht, kann es auch nicht sterben, weil es sind jeden Tag Daily Races da auf einer Plattform, die komplett for free ist, wo Leute reingehen können, die zugänglich da reinkommen, sich ein Konto machen, sich anmelden, losfahren. Kann das nicht, es gibt keine Alternativen. Es gibt einfach keine Alternativen dafür, dass es einen Grund geben würde, dass Leute da aufhören. Auch die Spielerzahlen sind ja immer noch vernünftig. Und ich glaube, dieser Trend, den Dave gerade beschreibt, der wird auch weiterhin passieren. Also es wird zur Abwanderung kommen, davon mal abgesehen, weil Menschen, die, also als ich mit ACC angefangen habe, 2019, und ich bin bis 2023 gefahren, die ganzen alten Haudegen, die wirklich Abertausende, Hunderttausende Kilometer auf den Strecken haben, werden sich umorientieren und woanders hingehen. Dennoch wirst du genug Menschen haben, die trotzdem mit Racing anfangen und von Content-Creatern den Content gucken und sich immer noch fragen, wo sie am besten einsteigen können. Für mich persönlich ist und bleibt das einfach der beste, günstigste, angenehmste Einstieg, den du haben kannst. Und warum jetzt hier in diesem Video so viel, also ich kann das schon verstehen, warum die Kommentare pikant sind, weil es ist halt schon wieder, und das sage ich jetzt auch einfach so frei von der Brust weg, es ist halt einfach schon wieder dieser unnötige Kleinkrieg, der da schon wieder zwischen den Simulationen aufgemacht wurde. Und ja, als Content Creator kann man diese Meinung vertreten. Es ist auch nichts von dem falsch, was jetzt hier an der Stelle gesagt wurde. Es trägt aber auch überhaupt nichts zu der Thematik bei. Also im Sinne von, und ich weiß, dass ich das offen sagen kann, weil wie gesagt, Dave hat mich gerade gefragt, es trägt nichts dazu bei. Das Einzige, was hier gerade beigetragen wird, ist, dass wieder ein Keil reingetrieben wird. Das ist besser als das, dies, das, Ananas. Das kann jeder, und das kann ich wirklich immer und immer nur wiederholen. Jeder kann für sich selber entscheiden, wo er seinen Spaß drin hat. Und wenn jetzt, weil ich das gerade sehe, weil Krodonas gerade hier ist, und wenn Krodonas die nächsten 8 Jahre sagt, ich will weiterhin ACC fahren, dann werde ich nicht zu Krodonas sagen, da komm doch jetzt mal zu iRacing. Wenn der das fahren will, dann soll der das fahren. Wenn das für ihn in Ordnung ist, so wie das da drüben läuft, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und das kann jeder für sich selber entscheiden und fahren, wie er das möchte. Bis dir das aus den Ohren rauskommt und er dann sagt, ich will was anderes fahren. Aber wir sollten als Community, und das sage ich, und das ist wirklich das Wichtigste für mich als Content Creator, wir sollten als Community endlich mal lernen, als Ganzes dazustehen. Und als Ganzes meine ich, es ist wirklich sowas von absolut maximal Rille, was wir fahren. Hauptsache, wir haben unser Hobby. Weil am Ende sitzen wir alle in einem Rig an einem Schreibtisch und haben irgendwie alle mal identisch angefangen. Und das verbindet uns. Was wir fahren, spielt keine Rolle. Ob du ein scheiß Android-Telefon hast oder ein Apple-Telefon, am Ende kann ich dich anrufen auf jeder Pisspritsche. Es spielt keine Rolle, ob du auf der Konsole fährst oder ob du auf dem PC. Es spielt keine Geige. Wenn du Gran Turismo fahren möchtest und du findest, Gran Turismo ist für dich eine Sim und ich finde das nicht so, dann sage ich dir nicht, fahr bitte kein Gran Turismo.
Es gibt Gründe beispielsweise, das nicht zu tun, aber das bedeutet nicht, dass du da weg musst. Und wenn du ACC fahren möchtest, ey, dann fahr doch bitte einfach ACC. Nur weil mir oder einem anderen Content Creator das nicht gefällt, ist das Chili Goal. Und wir sollten wirklich mal, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir das in der Zukunft alle gemeinsam, Content Creator, das mal versuchen hinzukriegen. Das würde ich schön finden. Das würde ich wirklich sehr, sehr schön finden. Ich weiß, dass du das nicht als Keil meintest, Dave. Das ist halt genauso, wie ich gesagt habe, als ich mit 1.9 aufgehört habe, war mein erster Satz, der Patch ist absolute Scheiße. Und Leute zu mir Skill-Issue gesagt haben. Ich hätte einfach für mich selber, und das ist auch so eine Erkenntnis, die ich, das hat super lange gedauert bei mir. Das sind super viele Gespräche, die ich geführt habe mit Menschen. Ich hätte halt einfach sagen können, ey Leute, mir liegt der Patch einfach überhaupt gar nicht. Ich kann den nicht fahren. Und das klingt ein bisschen anders als, ey, der Patch ist scheiße. Selbiges gilt halt für alles andere auch so. Ey, mir liegt aufgrund von diesen Gründen, finde ich persönlich, das schöner, dort zu fahren. Aber man ist sehr schnell als Content Creator und ich bin selber, und ich, wie gesagt, ich schieße gerade selber auf mich. Es ist einfach am Ende super schnell gesagt. Das ist wie die Situation auf der Rennstrecke. Dich schießt einer weg, er ist ein Penner, du schießt jemand weg, ist ja gar nicht so schlimm. Und wir sind ja auch nur Menschen. Und unsere Menschlichkeit führt halt einfach dazu, dass wir uns persönlich immer im schönsten und besten Licht sehen. Was halt dazu führt, dass wir manchmal Dinge einfach so machen, wie wir es machen. Und als Content Creator sowieso. Manchmal sagen wir einfach Dinge, die sind kacke. Ich schließe mich nie aus, dass ich in all den Jahren nicht auch Sachen gemacht habe, die nicht so cool waren. Das schließe ich gar nicht aus. Und das möchte ich auch gar nicht ausschließen. Das Einzige, was wir halt jetzt machen können, als Großes und Ganzes, damit wir unser liebstes Hobby, was wir wirklich alle haben, mal nach draußen kriegen und dass das nicht unbedingt immer nur belächelt wird, das einfach mal fucking abfeiern. Egal, wo wir das machen. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, wir feiern das und zelebrieren das zusammen. Das wäre schön. Das würde ich fühlen so. Das sollte eigentlich unsere Mission sein.